Diese Folge hier, meine lieben Zocker und YouTuber, ist für einen ganz besonderen unter euch, nämlich für denjenigen, der sich gefragt hat, Mensch, wie sieht's denn mit dem Traktorstrahl der 315P aus? Und ja, das ist der gute The Edge oder The Edge, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Der hat gesagt, hö, ich habe auch eine 315P, zeig doch mal, wie da der Traktorstrahl funktioniert. Da vorne hängt er unter der Nase, dann gucken wir uns doch mal an, wie der funktioniert. Natürlich habe ich dafür wieder meine 315P etwas beladen. Da ist das ganze Zeug. Und jetzt würde ich gerne, jetzt geht die Leiter auch noch raus, egal. Jetzt würde ich natürlich gerne in den Traktorstrahl steigen und euch zeigen, wie ich damit das Schiff entlade. Aber weit gefehlt, das geht gar nicht, weil der Traktorstrahl da vorne ist gar kein Turret, das ist gar kein Turm. Den kann man zwar an- und ausmachen, aber der funktioniert, soweit ich das gesehen habe, nur nach vorne. Ich habe ihn jetzt angemacht und wenn ich jetzt drauf drücke, dann arbeitet er auch. Können wir hier so ein bisschen, ich glaube so ein bisschen hin und her kann er auch. Warte mal, lass mal kurz gucken. Kann man so ein bisschen... Nee, der zeigt nach vorne und das war's dann. Das heißt, das Ding hat zwar einen Traktorstrahl, aber da kann man nicht draufschalten. Also hier ist nirgendwo ein Knopf, womit man in den Turret steigen kann. Hab mich auch mal schlau gemacht hier. Das Ding hat einfach kein Turret. Das heißt, der ist nur folgendermaßen zu benutzen. Ich zeige euch das jetzt mal. Muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht von. Ich dachte, man kann den auch bewegen. Hoppala, raus hier. Also da gefällt mir die Sache bei der Nomad wesentlich besser. Ich weiß nicht, ob das so sein soll oder ob das noch ein Bug ist. Ich glaube aber nicht, dass das ein Bug ist. Weil der ist ja da fest montiert, ne? Der hat nicht etwa... Naja, also wir holen jetzt mal hier ein bisschen Ladung. Warte mal, wo holen wir den raus? Den müssen wir nach hinten rausholen, oder? Moment. Schwupps, komm raus da. Komm raus. So. Ich brauche doch was zum Zielen. Also zum Üben. So, und jetzt... Tweak den mal hier vorm Schiff parken. So. Und jetzt, gehen wir wieder rein hier. Ich will hier reingehen, so. Und dann kann man den Schiff, dann kann man den Traktorstrahl irgendwie... Ja, warte mal, so... Jetzt habe ich ihn, jetzt kann ich in der Gegend rumbewegen. Jetzt fragt man sich aber, wozu soll das gut sein? Dann kann ich halt irgendein Frachtstück, was von meiner Nase rumschwebt, kann ich dann halt, ich kann es auch wegziehen oder ranziehen, aber ich kann es halt nicht, oh Gott, ich kann es halt nicht in den Frachtraum tun, da muss ich trotzdem für aussteigen. Also wofür ist das gut, dass ich jetzt hier den Traktorstrahl quasi... Ich kann mit dem Raumschiff dann Tetris spielen. Ich kann auf dem Planeten dann irgendwas basteln, ne? Also wenn er das hier mal, warte mal, guckt euch das mal an hier, ja? Wenn ich jetzt den bewege, kann ich den so, hui, schwenk, hui, hurra. Aber man kann halt nicht auf diesen Turm zugreifen. Oder ich bin zu blöd, aber ich habe im Chat extra gefragt und die haben gesagt, das geht nicht, das wäre gar kein Turm. Das wäre halt nur so ein Traktorstrahl, der da vorne dranhängt. Dann kann ich damit rumschlenkern, wie Benjamin Blümchen mit seinem Rüssel. Aber ich kann es halt nicht unten in den Frachtraum tun. Und ich kann auch nicht aus dem Frachtraum rausholen, weil der quasi fix nach vorne eingebaut ist. Wozu? Dann kann ich Sachen auseinandernehmen. Das ist ein sehr interessanter Traktor. Warte mal, kann ich jetzt aufstehen? Ist der dann immer noch dran? Nur mal so nur aus Jux und Dollerei? Nur mal so. Hui. Nee, da ist er ausgegangen. Als ich aufgestanden bin, ist er ausgegangen. Okay, cool. Oder weniger cool. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Der Traktorstrahl an der 315P ist fix nach vorne eingebaut. Der ist nicht schwenkbar. Zumindest kann man nicht in den Traktorstrahl reingehen und dann nach hinten. Das wäre eigentlich cool, weil der eigentlich zeigt, ist der von der Position, naja... Er ist auch nicht optimal angebracht, weil hier ist ja so eine Kante. Das heißt, man kriegt die Fracht nur nach hinten raus. Das heißt, er hätte dann durchaus Probleme, die Fracht hinten rauszubekommen. Weil er ja nach vorne, es sei denn, er schiebt sie raus. Aber das ist auch nicht, das ist alles noch nicht so... Ja, also in dem Sinne ist er vielleicht fix eingebaut am sinnvollsten. Man könnte jetzt sagen, vielleicht wäre er sinnvoller angebracht,
da, an dieser Stelle hier, da wo der rote Pinöpel ist. Dann könnte er nämlich die Fracht rausziehen und auch wieder da verstauen. Da vorne, fix eingebaut, finde ich ein etwas, wie soll man sagen, merkwürdig. Aber ist auch mal eine gute Sache, dass man das weiß, weil vorher habe ich mir gedacht, oh, die 315P ist ja ein cooles Schiff. Mit dem Traktorstrahl, ne, das finde ich ganz toll. Jetzt muss ich sagen, nachdem ich das jetzt weiß, dass der fix nach vorne eingebaut ist, muss ich sagen, finde ich die Nomad fast wesentlich cooler. Hier kann man drauf zielen, so. Dann kann man ihn angrapschen, dann kann man... warte mal, ich muss erstmal... Hab ihn, oder? Ja. Hui! Ich meine... Da kann man hier mit rumschlänzen. Kann ich jetzt in den Quantum Drive gehen? Nur mal so aus Interesse. Nein, dann macht er, wenn ich, sobald ich Quantum Drive anmache, man kann die Dinger... Oh, shit. Ich wollte das nicht beschießen. Man kann das Ding jetzt in der Gegend rumschießen, wenn man möchte. Was haben wir denn für ein Quantum Drive? 150 Meter, ein Mega... Naja, wie gesagt, man könnte einen Wrack auseinanderpolken und dann so gucken und... Aha, schiebt man das ein bisschen zur Seite und das ein bisschen zur Seite. Ah, da kann man auch nicht gimbeln. Ich hätte gesagt, wenigstens mal, dass man gimbeln kann, aber kann man auch nicht. Ne? Das ist hier... Da ist nichts zu gimbeln. Was ist das für ein... Was ist das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo ich es hingeschossen habe, aber es ist weg. Oder ich habe noch eine Funktion nicht erkannt, die wofür das... Ich meine, schreib's mir in die Kommentare, wofür das gut sein soll. Also im Moment finde ich die 315P, also nicht sinnlos, aber den Traktorstrahl da vorne fast ein bisschen sinnlos. Wo ist der Frachtcontainer hin? Man weiß es nicht. Nur mal so zum Gucken, ja? Aber da ist doch... Der ist doch drehbar da dran. Also das ist doch... Der ist doch drehbar und schwenkbar. Nun kommt mir doch nicht so. Da ist er. Wie kommt er da hin? Der ist doch drehbar... Jetzt irritiert mich doch nicht. Der ist drehbar und auch schwenkbar. So wie ich das sehe. Oder ich stelle mich zu blöd an. Das kann natürlich auch ballern. Dann wieder rein. Also, du machst mich wahnsinnig, du komisches Ding. Au, au, bin ich drinne? Ich bin drinne. Au, 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 au. Herrschaftszeiten. So, hinein. So, bin drinne. So, einmal noch. Heißer dann ist Weihnachtstag. Wo ist das Ding? Da, Moment. Da, Target Valid. Komm mit. Da ist aber auch wirklich nichts. Gimbal Toggle. Warte mal, Gimbal Toggle. Nee, da ist auch nichts zu. Zu. Axis Toggle. Da ist auch nichts. Warte mal, was haben wir da noch? Beam Toggle, Gimbal Toggle, Axis Toggle. Was auch immer das heißen mag. Da ist nichts zu wollen. Nee, das Ding ist. Salvage Mode, da ist auch nichts dran. Nein, der ist fix eingebaut. Und jetzt kann man danach. Warte mal, jetzt können wir ihn hier so. Hui! Oder hui! Komm her, mein Kleiner! Wie dicht kann ich den ranziehen? Jetzt, das war's. Okay. Ja, schreibt mir mal, was ihr davon haltet und ob ich mich komplett vertan habe. Aber ich würde sagen, das ist der Traktorstrahl der 315P. Euer leicht irritierter Mr. Fleck. Tschüssi.